Ich habe gerade einen richtigen Schreck gekriegt. Da habe ich hier das Spiel gestartet und sehe bei Wohlstand 67, nachdem wir so lange gewartet haben, bis da endlich die 70 stand. Aber zum Glück können wir den Kreuzgang bauen. Darüber war ich schon sehr froh, als ich das gerade festgestellt habe. Aber zuerst, seid gegrüßt, werte Ladies, werte Lords. Herzlich willkommen zur sechsten Runde Foundation hier in Gutstein auf Erbau LP. Ich bin Björnen. Freut mich, dass ihr da seid. Ja, und genau den Kreuzgang, den können wir uns auch gleich mal anschauen. Was hatten wir noch gemacht? Relativ neu ist noch der Fisch. Wir hatten schon überlegt, hier mit der Weizenfarm anzufangen, aber die brauchen wir erst, wenn wir einen Bruder haben, der sich auch um das, wie heißt das, Refektorium kümmert. Und dazu brauchen wir erstmal den Kreuzgang und das Skriptorium. Neuankömmlinge wollen wir jetzt keine mehr haben. Aber eine neue Geschichte. Fröhliche Dorfbewohner. Von eurem Stuhl in der großen Halle könnt ihr die Leute draußen singen und lachen hören. Ihr habt erfolgreich dafür gesorgt, dass jeder alles erhalten hat, was er bedarf, um zufrieden zu sein. Dank euch ist das Leben gut. Das ist schön. Sind ja auch einfache Leute hier. Die brauchen nur ein bisschen Nahrung. Ja? Das ist ja das Praktische. Ja, keine Ahnung. Ich hatte da zwar noch hier dann den Abspann aufgenommen, aber eigentlich dachte ich, ich hätte gespeichert, als das bei 70 war. Vielleicht ist jetzt auch der Handel schlechter geworden, Leute ausgezogen. Nee, Leute sind nicht ausgezogen, wir haben genau 40 da. Ja, keine Ahnung. Sorgen wir mal für ein bisschen Einfluss beim König. Ich glaube nicht, dass das viel nutzt, aber naja. Wir versuchen es wenigstens ein bisschen. Dann habe ich mal geschaut, was wir alles benötigen. Ich wollte ja im Refektorium alles an Nahrung anbieten, was wir irgendwie anbieten können. Ja, das Bier wird wegfallen. Ja, also wir können Weizen zu Mehl machen. Und wir können Mehl zu Brot machen, das ist kein Problem. Auch einen Käse können wir hingegen setzen, also dementsprechend dann halt irgendwo nochmal eine Milchfarm. Aber Bier, Hopfenfarm wäre kein Problem, aber der Brauer, da brauchen wir Gemeine. Und wir dürfen ja niemanden befördern, um das Ziel hier auf schwer zu erreichen. Das heißt, unsere kleinen Mönche werden wohl auf Bier verzichten müssen. Halb so wild, weil sie sollen ja ihren eigenen Wein anbauen, hier dann hinten im Klostergarten. Aber, tja, damit ist halt ein Lebensmittel nicht verfügbar. Gut, ein anderes wäre ja dann auch immer noch die Mahlzeit, die in der Taverne hergestellt wird. Eine Taverne können wir auch nicht haben. Aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass man das irgendwo anders anbieten kann, außer in der Taverne selbst. Aber schauen wir uns mal die Option an. Wir haben ja beide Kreuzgänge, die möglich sind. Einmal den rustikalen, das ist der hier. Und die entsprechende Ecke dazu. Und der normale Kreuzgang, die Galerie, die hat hier eine Brüstung unter diesem Bogen. Und hier bei dem Eingang, da haben wir dann die Möglichkeit, nach außen zu treten. Ja, der einfache Kreuzgang ist ein bisschen höher, wie man sieht. Und hat bei den Bögen hier solche Zwillingssäulen. Ebenfalls natürlich die Galerie mit Brüstung. Dann das Eckteil, sondern mal ein kleines bisschen anders ist, aber auch nicht viel. Natürlich in der Höhe angepasst, hier der Eingang. Aber der rustikale
Eckteil hier, der hat hier solche ausragenden Steine. Das hat der einfache nicht. Ich finde beide nicht schlecht. So diese Doppelsäulen sind jetzt nicht unbedingt mein Fall. Aber da wir jetzt hier bei dem gesamten anderen Bau schon unglaublich viel Holz verbaut haben, denke ich, ist es angemessen, wenn wir den Kreuzgang eben auch so rustikal gestalten und eben nicht in der einfachen Variante. Also mal, geh weg. Ja, jetzt müssen wir hier nur noch irgendwie eine schöne Stelle finden, wo wir sauber andocken können. Oh. Aber hier rechts geht es halt einfach viel zu weit in das andere Gebäude rein. Das heißt, eigentlich würde ich das ganz gerne ein bisschen abrücken. Also von dem eigentlichen Fangpunkt, nicht von dem Gebäude. Eigentlich müsste das auch schon so tief da rein, damit das mit den Dächern ordentlich passt. Dann könnte man ja doch fast den Fangpunkt nehmen hier. Das sieht natürlich auch ganz nett aus, wenn wir dann tatsächlich da so kleine Fensterchen drin haben. In denen jetzt natürlich der Bogen der Arkaden reinläuft. Das ist jetzt nicht so... Naja. Es wird ein riesiger Bau und da möchte ich nicht riskieren, dass das wie in Fenheim ist, dass die dann hier irgendwie stecken bleiben oder kreuz und quer laufen und Blödsinn machen. Ich hätte es dann schon ganz gerne angedockt. Und es sieht nicht schlecht aus, wenn das jetzt hier so weitergeführt würde. Ich glaube nicht, dass ich da einen besseren Andockpunkt finde. Kann jetzt natürlich auch nochmal bisschen probieren. Aber nee, der ist noch viel dichter dran. Und da halte ich jetzt schon für nicht schlecht. Gut, wenn man die jetzt hier rumlaufen sieht, laufen sie vielleicht, naja, zum Teil in der Wand, aber Hauptsache sie laufen da sauber durch den Kreuzgang. Das ist das Wichtigste. Schön, dass wir den Innenhof hier benutzen. Dann muss ich mir jetzt auch nochmal den Klosterplan angucken. Nicht, dass ich irgendwas Wichtiges vergesse. So, die Kapelle bzw. spätere große Halle, die haben wir ja schon. Das Dormitorium für die Mönche in großen Teilen auch. Das Layout hat sich ein kleines bisschen verändert. Das Refektarium sitzt jetzt nicht mehr direkt am Kreuzgang dran, sondern das Dormitorium geht da so um die Ecke. Und wir haben viel mehr Refektorien. Die Krankenstation haben wir auch, die wir ja gar nicht brauchen. Das Hospizium haben wir ja auch schon im Betrieb. Hauptklo und Gästeklo ist auch vorhanden. Dann fehlt jetzt eigentlich tatsächlich nur noch der Kreuzgang. Und oben an den Kreuzgang soll dann die Bibliothek und der Kapitelsaal angedockt werden. Na, der Kapitelsaal, den gibt es dann hier auch nicht in Foundation. Möglicherweise könnte man auch sagen, das ist dann die große Halle. Ich möchte das aber separat haben, so dass die große Halle dann quasi wirklich nur dafür ist, die Geschäfte des Dorfes zu übernehmen und der Kapitelsaal dann für die Mönche vorbehalten bleibt. An den Kapitelsaal dann dran, die Abteikirche, die große, habe keine Ahnung, wie groß sie ist. Aber ich hoffe, das kriegen wir hin, ohne ein neues Grundstück zu kaufen. Ich glaube, das kann ich mir abschminken. Obwohl, mal abschätzen. Das wäre jetzt ärgerlich. Da muss ich ein bisschen improvisieren, vielleicht. Oder ich habe mir den Kreuzgang eh zu groß vorgestellt, glaube ich. Es reicht, wenn er bis hier hingeht, also bis knapp hinter das Dormitorium bzw. Infirmarium, wo das hier anfängt oder endet. Ein bisschen länger möchte ich es schon haben. Dann soll das Ganze quadratisch werden, dann sollte das ungefähr
hier am Ende der Kapelle abschließen. Und dann kann man da entweder oben oder davor die Abteikirche anbauen. Ja, wie gesagt, leider weiß ich noch nicht, wie groß die ist. Und vielleicht sollte ich erst den Kapitelsaal bauen, wenn die Abteikirche dann auch ihren endgültigen Platz gefunden hat. Der Bereich hier hinten, ich bin froh, dass das hier alles gepasst hat. Das war Glück. Hier hinten soll dann der eigentliche Klostergarten hinkommen. Das hier vorne war ja eigentlich nur Zierde. Das kommt auch alles weg. Das kommt auch alles in den geschlossenen Bereich. Da kommt eine Mauer drum. Und da wird dann Wein angebaut und eben die Kräuter und vielleicht eine Beere oder so. Ja, bis das Ganze fertiggestellt ist, das wird wohl noch ein Weilchen dauern. Weil warum auch immer jetzt hier die drei Punkte schon wieder fehlen bei Wohlstand, brauchen wir für die letzten Teile, die wir dann da so haben, haben wir als nächsten Punkt hier oder als nächste Stufe vorbildlich beim Klerus. Und da brauchen wir schon 150, also mehr als das Doppelte an Wohlstand. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwie hin. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwie hin, ohne 1 Milliarde Büsche hier in die Gegend zu setzen. Also mit dem Bau des Kreuzgangs kommt ja noch eine ganze Menge Prunk dazu. Aber so viel wird das auch wieder nicht ausmachen. Oh, ich weiß gar nicht, ob man Brüder braucht, auch für die Weinherstellung, sehr wahrscheinlich. Das heißt, auch da brauchen wir dann das Skriptorium vorher, beziehungsweise die Bibliothek. Ah, und da erhalten wir dann die große Halle. Und ich glaube, die Zierelemente... Ach doch, das sind Zierelemente für einfaches Kloster. Das ist sehr gut. Damit müssten wir dann auch wieder ordentlich Prunk machen können. Oder vielleicht ein paar Schönheitspunkte generieren können. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ich glaube, es gab beim allgemeinen Pfad auch nochmal einen zweiten Punkt irgendwie mit Zierelemente. Aber ich glaube, die werden wir gar nicht kriegen. Also das wird eh alles schwer irgendwie hier hinten noch anzubekommen. Achso, nein, wird es nicht. Bei allgemeiner Fahrt brauchen wir nur Wohlstand. Okay, das heißt, das kriegen wir, Milchwirtschaft. Das ist sehr gut. Und dann auch da die Zierelemente. Zypresse, Pflanzenbogen, Schafstatue, ganz wichtig. Und ein Springbrunnen. Ja, okay. Ganz unten bei Florierung ist nichts Interessantes mehr für uns dabei. Aber mit dem Wohlstand von 100, ja, okay. Ah, vielleicht brauchen wir auch noch eine Fassbinderei. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich sehe gerade, nee, die brauchen Gemeinen. Können wir also nicht brauchen. Also wenn wir für den Wein Fässer benötigen, hoffe ich, die können wir kaufen. Von Mittel. Oder von wem anderen? Ja, das ist schön. Also wenn wir die brauchen, dann ist das echt doof. Dann brauchen wir erstmal Kleidung. Kleidung können wir nicht kaufen, müssen wir herstellen. Das heißt, wir brauchen dann erstmal einen Schäfer, eine Weberei, eine Schäferei, um das hier freizuschalten. Danach können wir das dann alles wieder abreißen, damit wir dann hier die Fässer kaufen können. Na, ich hoffe, das geht. Mit der Weinherstellung auch ohne Fässer. Weil Kleidung brauchen wir ja nicht. Wir wollen ja keine Einwohner, keine Leibeigenen befördern. Warum ist denn das lila? Ach, mein Dorfzentrum ist hier. Alles klar. Irgendwie brauche ich auch hier nochmal einen Holzfäller. Weil so einen wüsten Garten wollen wir den Mönchen ja nicht zumuten.
Ja, das wäre nur 78 von 1000 möglichen in der Kreuzganggröße. Aber es ist auf jeden Fall schon mal deutlich größer als die mindestens 50 verlangten. Ich schätze mal die Meilen Quadratmeter. Aber irgendwie sieht das größer aus. Einheiten halt. Irgendwelche Art. Ich hätte den Kreuzgang irgendwie ganz gerne noch ein kleines Stückchen größer. Aber so richtig günstig, glaube ich, ist das ja nicht. So müsste man jetzt hier vor dem Kreuzgang noch gut die Abteikirche hinkriegen. Auch wenn die ein bisschen größer ist als die alte hier. Und ich hätte ganz gerne, dass es eine richtige Mitte gibt. Und dafür brauchen wir hier eine ungerade Zahl an, wie nennt man das hier, Joche vielleicht. Und da soll dann der Eingang sein, genauso wie auf den anderen Seiten. Und wenn man das dann hier sonst erweitern müsste, dann wären das gleich wieder zwei Felder, dann wäre das deutlich größer. Und dann wäre der Platz auf jeden Fall ziemlich eng. Deswegen lasse ich es jetzt hier in dieser Größe und tausche jetzt nur noch die Mitten gegen diese Eingänge aus. Okay, eigentlich wollte ich jetzt bauen und hier noch so ein Stückchen offen lassen. So rein sicherheitshalber. Aber das geht nicht. Aber bevor ich hier auf Bauen klicke, werde ich erstmal einiges abholzen, was jetzt hier so im Innenbereich des Kreuzgangs ist. Nicht alles, so der ein oder andere Baum kann gerne stehen bleiben. Aber hier der ganze Krempel, der auf jeden Fall in den Kreuzgang selbst reinragt. Wenn ich das jetzt richtig sehe, lassen wir einen Ahorn, eine Esche und eine Eiche im Innenhof stehen. Das ist doch schön. Der Rest muss weg. Ja, damit das ein bisschen schneller geht, mal noch ein paar Helfer rangeholt hier. Ja, was mich gerade stört, ist, dass die Gäste den ganzen Weg durch die Wohnbereiche machen und durch die Kirche hindurch. Die können auch ganz einfach hier hinten irgendwo in das Hospizium klettern. Brauchen halt einen Eingang, ne? Ja, das ist natürlich nur theoretisch praktisch. Die werden auch weiterhin hier quer durchlaufen, wenn sie das unbedingt wollen. Aber in echt könnte man jetzt einfach sagen, bitte außenrum. Das ist eine Invasion hier. Meine Güte. Wo kommen die ganzen Soldaten her? Eine neue Geschichte kann gehört werden. Der Bärenüberschuss. Keine Ahnung, glaube ich, hatten wir auch hier schon einmal. Es ist auf jeden Fall gut. Wir haben haufenweise zu essen. Das freut mich. Und wir haben viel zu viel Holz, also gar nicht loswerden. Aber wir brauchen den Platz. Also, die Bäume müssen weg. Genau, haut rein.
Dann fangt mal an mit dem großen Bau hier. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir den zusätzlichen Baumeister jetzt hier brauchen. Ich schätze mal, die Verfügbarkeit der Steine wird das Ganze begrenzen. Ach du meine Güte. 360 unbehauene und 120 behauene Steine. Aber interessant wenig Werkzeug. Also nur 24, da hätte ich gedacht, das wird teurer. Aber ja, das wird eine Weile dauern. Wie alles hier, irgendwie. Na, ich lasse es mal auf schnellster Stufe einfach weiterlaufen hier. Und guck mal, wo man vielleicht schon den nächsten Bau sinnvoll ansetzen könnte. Und als nächstes wäre ja die Bibliothek. Das wäre nicht schlecht, wenn das dann hier in die Ecke käme. Das wäre das Skriptorium hier. Nur noch einige Bauwerke, die wir so noch nicht genutzt haben. Für eine Bibliothek hätte ich, oder für ein Skriptorium hätte ich eigentlich eher Lust, nochmal so ein hölzernes Gebäude zu bauen. Und da das ja eh im, weiß den lateinischen Begriff nicht mehr, in diesem abgesperrten Bereich liegt, denke ich, ist das auch völlig in Ordnung. Aber ich denke, ganz hübsch sieht es aus. Ist dann ganz unauffällig, irgendwo hier hinten. Geschützt vor neugierigen Augen. Nö, mir ist er nach Holz. Für den Garten hätte ich eigentlich auch noch ganz gerne ein Gebäude. Das ist auch nicht unbedingt notwendig, aber irgendwo müssen sie ja ihre Gartengeräte lassen. Ihre Sicheln und Hacken. Und die Schleier für die Bienen und so, also für das Gesicht, wenn sie die Bienen ausräuchern. Da hätte ich auch gerne mal hier dran noch irgendwie was ganz Kleines, also wirklich klein. Weil das hat alles überall eine Kapazität von 3 Leuten. Es ist eigentlich völlig unnötig groß, aber kleiner gibt es hier gar nicht. So ein Geräteschuppen. Ja gut. Aber eine Tür braucht er auch. So sieht das jetzt mehr aus, als würde das zum Infirmarium gehören. Das finde ich nicht schön. Ja, so sähe es auch immer noch so aus, aber es wäre wenigstens an den Kreuzgang angeschlossen und man hätte dann den direkten Weg in den Klostergarten. Also durch den Geräteschuppen hindurch.
Ich denke, das wäre soweit ganz okay. Aber, naja, also nicht da, wo die Fenster sitzen. Das muss schon ein bisschen ordentlicher passen, ne? Ja, den könnte auch ich schon mal bauen. Warum nicht? Hui. Na Mensch, ist ja schon ordentlich, was passiert hier? Holz für den König. Ich denke, das können wir machen. 266, na klar. Und was kriegen wir dafür? 100 Gold. Das ist doch schön. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Runde hier in Gutstein. Wenn das heißt, kümmern wir uns um Schriftstücke. Wenn euch Abtei Gutstein gefällt, ich freue mich über einen Daumen nach oben. Und schaut auch gerne mal in Fenheim vorbei. Da haben wir jetzt ganz neu eine Taverne und Bier. Nicht so wie hier. Kein Bier. Nur kein Wein. Den kriegen wir erst hier. Ja gut, dann werde ich das hier wieder mit einem Zeitraffer enden lassen. Und zumindest mal zusehen, dass der Kreuzgang dann hier irgendwie noch fertig gebaut wird, bevor die nächste Runde beginnt. Wenn es heißt, bitte jeder nur ein Kreuz.